Und da sind wir wieder zurück bei Call of Duty, dem Let's Play von der Kampagne. Zwei Missionen haben wir bereits abgeschlossen und jetzt müssen wir die Festung angreifen. Ich bin sehr gespannt. 26. Juli. Wir haben uns in einem Bauernhaus vor Marigny versteckt. Ich schließe meine Augen und denke an Hazel. Aber am Ende habe ich wieder diesen Traum. Albtraum, hm? Immer wieder werde ich nicht los. Schon besser. Ruh du dich aus. Nein. Ich beweise Pearson meinen Wert. Er ist mir scheißegal. Du musst gar nichts beweisen. Ja, aber ich hab die Schnauze voll. Zu Hause regeln wir die Dinge anders. Von Mann zu Mann. Nur so verdient man sich Respekt. Ich verstehe das. Glaub mir, ein Mann muss für sich selber kämpfen. Nur Respekt nützt gar nichts, wenn man dafür drauf geht. Du passt ja schließlich auf mich auf. Übrigens, passt der heilige Michael auf uns auf. Also gibt's keinen Grund zur Sorge. Wusste gar nicht, dass ihr an sowas glaubt. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Erzählst du jetzt von deinem Traum, oder was? Wölfe rissen unser Vieh. Mein großer Bruder und ich jagten sie und wurden dann angegriffen. Ben, erschieß ihn! Ich versuch's! Schneller! Alles okay? Es tut mir leid, Paul. Hör mir zu, Kleiner. Es ist ganz natürlich, Angst zu haben. Wir müssen nach Hause, kleiner Bruder. Von diesem Tag an wollte ich Paul niemals wieder enttäuschen. Aber jetzt muss ich nicht nur ihm gerecht werden, sondern auch Pearson. In Deckung! Na los! Turner wird den Manövertrupp auf den Platz führen. Unser Job! Unterstützungsfeuer von der Kirche aus. Noch Fragen? Gut. Ich hab ne Frage. Jetzt nicht, Stiles. Es schwingt ein goldener Schwern. Los jetzt. Ich glaube, er mag mich. Ich brauche Feuerschutz auf der linken Seite. Jawohl. Haben wir eine Pistole? Die Köpfe unten halten! Hey! Markieren wir Ziele für Mörser! Deutsche! Registriere Aktivität! Was? Wie machen wir das? Aiello! Wo ist der Signalraum? Aha! Ich probiere das mal aus, Moment. Holy shit! Alles klar. Deckungsfeuer von links! Feinde, wer stark! Warten wir es nicht! What? Verdammt, verdammt! Wir müssen das Gebäude stören. Wir müssen vorwärts hier. Er verlässt die Deckung. Feuer öffnen! Einfach für alle Fälle noch. Ist ja oben noch einer. Okay, Häuserkampf. Ai!
Hörst du das? Scheiße. Da draußen sind Verletzte. Ziehen Sie sie in Deckung. Daniels, zieh sie da raus. Ich gebe Deckung. Los, los, los. Jawohl. Wow. Ich dachte, ich habe alle erwischt. Oh Mann, ey. Durchrattern hier. Er hat einen Panzerschreck. Steht er noch? Lebt er noch? Gut. Rück raus, raus, weiter, weiter. Gut, Daniels. Sie nehmen die Tür. Verstanden! Einen Moment noch. Krieg ich noch Mörser? Hey. Wirf mir mal Signalrauch rüber, ja? Bitte hilf mir! Nicht jetzt! Halt die Einnahme! Was? Bitte hilf mir! Wer schreit denn? Bitte hilf mir! Ich kann nicht gehen! Festhalten! Okay, Moment. Und wohin soll ich ihn ziehen? Ah, hier hin, okay. In Deckung, ne? Okay, halte komm. Durch, Kumpel! Ich werde es schaffen! Hab's doch richtig gehört. Nachdem ich den Deutschen in der letzten Folge erschossen habe, will ich jetzt wenigstens ein paar Menschen helfen. Egal, ob es Feinde sind oder Freunde. Wenn man sich ergibt oder verletzt ist. Wo sind sie hin? Sie müssen geflohen sein, als wir uns gehört haben. Die Deutschen haben Vorräte zurückgelassen. Hä? Aufstocken, bevor wir zum Turm gehen. Was? Scheiße! FG im ersten Schlag. Oh shit. Runter! Runter! Dabei! Da scheinbar eine Falle. Da Verbandszeugs. Hilf nochmal was rüber. Danke dir. Okay. Ist das ein Flammenwerfer? Verband, Verband, Verband. Okay. Jawohl. Bewege mich zur Tür. Leute, schießen unsere Jäger ab. Sassmann, Caiello, tauscht auf die Kanonen. Ja, Sarge. Danny und Stiles, mitkommen. Wir geben vom Turm aus Deckungsfeuer. Bin froh, dass du da oben aufpasst. Kein Druck. Keine Sorge, ich gebe dir Deckung. Hoffentlich. Kein Druck. Uff. Okay. Alle Mann die Treppe rauf. Bewegung. Ja, wir werden jetzt einen Sniperpunkt hier nutzen. Kirchtürme werden immer gerne als Scharfschützen. Los zur Leiter! Position genutzt. Darf ich kurz mitnehmen hier? Du brauchst es ja nicht mehr, ne? Ihr habt hoffentlich keine Höhenangst. Würde das was ändern? Nein! Na los, rauf da! Ja, go. Aber ich kann es nicht mitnehmen, oder? Nein. Wenn ich ein Seil hätte, kann sich noch irgendwie um die Schulter binden oder so. So. Ah, ich hab's dabei sogar, in der Tat. Geben Sie Unterstützungsfeuer, damit Sie diese Flachs aufhalten können. Deutscher brennenden Auto. Alles klar. Erledigt! Kannst du die Deutschen aus die Sassmann den Weg zur Flachs sperren? Da! Schützen im Gebäude! Wo?
geflankt. Ja. Sie sind in der Nähe. Nicht schlecht. Kümmern Sie sich um den Rest. Feuer! Ja, genie Luft, ne? Der steht nicht mehr auf. Nur noch eine. Ja, ja, ich bin dran. Und die Jungs, go, go, go. Oh shit. So gut es geht, ja? Sie kommen den Flachs näher! Deutsch auf den Dächern! Wir können ihnen die Dächer nicht überlassen! Nur noch zwei! Ich bin dran! Die letzte! Denn es ist Deutsch am Ende der Straße! Ja. Okay, sieht gut aus. Ja, ja, sehr schön. Wo sind noch ein paar? Sie ist natürlich hinter dem Gebäude nicht mehr. Jawohl! Da hinten irgendwo. Oh, die reißen die. Weg, 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 weg. Shit. Boah! Fuck! Ich hab dich! Ich hol's ab! Nein! Achtung! Auf den Blick da! Uff. Raus da! Schneller! Scheiße, scheiße, scheiße! Runter, runter, runter! Oh man! Whoa, whoa, whoa! Scheiße! Ja! Holy shit! Ich renn los, ich renn los. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Nein, Sergeant. Ich bin ja auch nicht Ihr verdammter Schutzengel. Scheiße, ich habe da drin zwei Männer verloren. Wir müssen uns jetzt zusammenreißen und diese Kanonen zerstören. Na los. Alles klar. Ich will nicht sehen. Verdammt, vor dem Einsturz waren Sie doch zusammen. Fuck. Sie brauchen Deckungsfeuer! Gib mir eine Granate. Wo sind Sie, Sergeant? Feuerschutz! Weiter feuern! Bereit! Kanone ist noch in ich will eine Granate! Ich will eine Mörsergranate, Mann! Haben den anderen auch noch was im Hey Daniel, Sie können auch in Granaten! Hier, Dankeschön! Mein Gott, endlich! Das ist eine Rauchgranate oder eine, die meldet? Ich weiß es jetzt gar nicht. Wie kriege ich die Rauchgranate hin? Du hast mir noch eine gegeben, Mensch. Na gut, dann halt nicht. Werfe eine Granate! Werfe eine Granate!
Werfe Granate! Komm, komm, komm. Von hinten noch. Er ist drüber. Okay, ich muss die Seite decken. Ansonsten wird das nichts. Boah, dieser Flammenwerfer ist so grausam. Gut gemacht. Darum müssen Sie mich nicht zweimal hitzen. Ah, ich muss nach unten klicken. Okay. Oh shit. Ah. Ja, ja, ich brauch ein Medikit. Jawohl. Sehr schön. Wow. Die sollten uns nicht mit in den Tod reißen hier. Justin! Alles erledigt. Gute Arbeit, Männer. Sie haben alles gegeben. Diese Mistkerle ziehen sich zurück. Das war verdammt gute Arbeit. Die Männer haben sich gut geschlagen, Sarge. Vielleicht haben sie sich in ihnen geirrt. Das war keine Glanzleistung, Männer. Ich war viel zu nachsichtig. Mal sehen, woraus sie wirklich gemacht sind. Wenn wir Mittlers Kopf auf dem Silbertablett bringen, meckert er noch, dass es nicht poliert ist. Wenn wir weiter so kämpfen wie heute, ist der Krieg schon bald vorbei. Deswegen müssen wir sofort aufs Ganze gehen. Okay, bin dabei. Definitiv. Wir haben Marigny erobert. Die Deutschen ziehen sich so schnell zurück, wie wir vorstoßen. Dafür stehen wir jetzt mehr denn je in Pearsons Fadenkreuz. Wir müssen es ihm wohl einfach beweisen. Wahrscheinlich. Boah. Das war jetzt... Das war heftig. So, in der nächsten Folge geht es zu SOE. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Wir werden sehen. Aber... Tja... Kommt noch einiges auf uns zu. Gut. Was ich an dieser Stelle mal sagen muss, ich finde es nicht schlecht gemacht bis jetzt, wenn es darum geht, Deutschland als die Schlechten dastehen zu lassen, weil in der zweiten Folge, glaube ich, wird gesagt, dass auch, dass nicht alle Nazis schlecht sind. Also im Sinne von, dass nicht alle Nazis sind, ne? Und dass da auch viel Gutes entstanden ist. Eben wie Mozart und etc. Beethoven. Und die ganzen Ideen wie Druckerpresse. Also ich find's wichtig, dass man hier auch noch ein bisschen die positiven Seiten zeigt. Beziehungsweise, dass man zeigt, dass da nicht alle Menschen schlecht sind. Nicht alle Menschen von Grund auf schlecht sind, sondern dass die, die an der Führung sind, schlecht sind. Ich hoffe, man versteht, was ich damit sagen will. Gut. Dann... Sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann.